Einen wunderschönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde. Herzlich willkommen bei der SS36. Ja, was ihr am Anfang gesehen habt, das war laut. Sehr laut. Weil der liebe Alex hat seinen Auspuffsand gestrahlt. Da rennt der Kompressor, da rennt die Absaugung. Da ist mit Video aufnehmen. Mit Gespräche und so weiter, nichts zu tun. Ich wollte ja die April ja fertig bekommen. Sie ist fertig. Schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Punkto LED-Blinker, Moped, Motorrad. Ich hoffe, ich konnte das im Video zeigen, wie das Ganze angeschlossen wird. Man muss darauf achten, dass man von dem... Ich hole da noch mal einen hervor. Es sind ja immer die Widerstände, die haben meistens immer zwei Kabel. Ja, jetzt muss man darauf aufpassen, von dem einen Kabel hier rüber zu legen und von dem anderen Kabel hier rüber zu legen. Ja, das hatte ich ja in dem Video, glaube ich, recht gut gezeigt. Das ist das Wichtigste überhaupt, ja, weil sonst gibt es einen Kurzschluss. Ja. Es gibt wenig Anleitungen, wie man solche Widerstände anschließt. Und oft ist es auch so, dass man nur einen Widerstand benötigt, wenn die Elektrik das zulässt. Ist bei dem Moped der Fall, deswegen habe ich die beiden anderen über. Die brauche ich nicht anschließen, das funktioniert. Ja? Also nochmal, ein Kabel hierüber, ein Kabel darüber. Dann muss man aufpassen bei den LED-Blinkern, was ist Plus, was ist Minus. Bei der war es komischerweise braun Plus. Und blau minus. Dann klemmt man hier einmal plus an und einmal minus an vom Kabel, das vom Blinkerschalter kommt. Und das hier geht dann zum Blinker. Plus anschließen, minus anschließen. Und somit ist der Widerstand geschalten und fällt runter. Verursacht keinen Kurzschluss. Ja, und da brät noch bei 208 Grad der Auspuff vom Alex. Den können wir uns ja anschauen. Der muss abkühlen, Brustgemeinde. Ja, und dann habe ich das Ganze, die Originalstecker verwendet. Seine Konstruktion, die der Besitzer der Aprilia gemacht hat, habe ich etwas abgeändert. Kabel verkürzt. Alle schön verlötet, dann die Kabel Schrumpfschlauch versehen und dann über diese Schrumpfschläuche nochmal, beziehungsweise über die Kabel nochmal ein Schrumpfschlauch und das Ganze abgedichtet. Scheinwerferhalter habe ich repariert und ja, jetzt schauen wir uns mal an, ob das Ding überhaupt blinkt. So, die hat ja eine Batterie. Zündung an und blinken. Und dann leuchtet das und läuft. Und die andere Seite geht auch. Und dann schauen wir hinten. So. Und jawohl, schöne Lauflichtblinker. Andere Seite geht auch. Der muss, glaube ich, noch ein bisschen, der müsste noch ein klein wenig hoch.
anschauen. So ist gut, ja. Okay, alles andere funktioniert. Dann haben wir einen Ölwechsel gemacht, den Auspuff ummontiert, die Vergaserbedüsung, lass an, die Vergaserbedüsung noch geändert und nice as like. Auf den Auspuff achten. Sie raucht also immer noch. Das ist Öl, aber das soll, ja gut, sie ist jetzt kalt, kalt in Anführungszeichen, der Ofen brennt ja hier, wir haben hier 14, 15 Grad vielleicht. Ne? So, dann haben wir noch ein bisschen gereinigt. Hier habe ich mal versucht, diesen, hört mal, hier und da, da ist also der ganze Kunststoff hinüber. Das bringt also nichts. Ja, und so ein bisschen drüber gewienert, was heißt gewienert, drüber geputzt. Ne? Den anderen Auspuff montiert, den originalen. Das klingt ja auch gut. Spiegel wird er selber machen. Habe ich nämlich keinen bekommen. Ja, dann war ja noch das Problem mit der Hinterachse. Da ist jetzt auch eine Mutter wieder drauf. Dann habe ich die Kettenspanner mit jeweils einer zusätzlichen M6er Mutter gesichert, damit die sich nicht rausdrehen können. Den Scheinwerferhalter geklebt. Hat man ja gesehen, die Widerstände habe ich zur Maske dazu gebunden. Vorher waren ja die Blinkerkabel mit einem Kabelbinder dran befestigt. Ich habe das jetzt halt mit den Widerständen so gemacht. Ja. Und ansonsten kommt alles nächsten Monat. Da werden wir vermutlich hinten die Bremse machen. Und vielleicht mal vorne nach den Bremsen schauen. Das sollte es dann aber gewesen sein. Der Umbau ist also von meiner Seite aus erledigt. Und somit ist dieses kleine Zwischenprojekt Aprilia RX50 abgeschlossen. Und jetzt können wir noch mal eben kurz den Schweif blicken lassen, was denn dem Alexander seine Ricciu macht. Ja, also da gibt es nicht viel zu sagen. Sie sieht immer noch aus wie vorher. Ja, also hier ist auch der Papa verewigt. Ist ja der Sohnemann auch mit dabei. Ja. Reifentechnisch alles noch im grünen Bereich. Nächstes oder dieses Jahr das Pickerl zu machen, ist kein Thema, kein Problem. Das werden wir hinkriegen. Ja, sauber ist Öl gewechselt, haben wir jetzt. Und ja, jetzt ist noch der Endschalldämpfer dran. Den Krümmer haben wir so ein bisschen beilackiert mit dem VHT-Lack. Und ich bekomme wieder eine Message. So, dann werden wir sie mal abspannen. Einmal, Alex hält mal kurz fest. So. Schubdala. Einfach mal liegen lassen. Immer noch die Tankklappe zumachen. So. Dann kann der Alex die mal rausstellen. Ja, die quietscht auch. Da quietschen auch die Bremsen. Ja, so, das ist das Zeichen, dass der Ofen fertig ist. Ich mache ihm schön die Tür auf. So, damit das auch gezeigt ist, der ist noch nicht ganz durchgekühlt und abgekühlt. Aber wie er vorher ausgesehen hat, dass er mit der Pulverbeschichtung hat ja nicht funktioniert. Den werden wir jetzt mal, wo werden wir denn den jetzt mal, ach, den hänge ich wieder hinten rein.
Nein, ich habe ihn mir nicht hinten rangehängt. Ich habe ihn da hinten hingehängt. Ja, bei manchen muss man ja mittlerweile aufpassen, was man sagt. Ihr Lieben, verschwommen. Ja, also wie gesagt, heute mal ein etwas anderes Video. Ich werde da wieder Musik oder ich habe da wieder Musik unterlegt und so weiter und so fort. Die Erklärungen habe ich, glaube ich, so gut es geht, gemacht. Wir zwei machen nämlich jetzt noch kurz Vorbereitungen für das nächste Video. Da bin ich schon sehr gespannt. Und dann ist für heute auch Feierabend. Und dann schauen wir mal, ob wir morgen nochmal herkommen oder nicht. Das werden wir sehen. Dann packen Sie mal mit an. Einfach da irgendwo. Und es geht zu zweit leichter. Gut. So. Fein, fein. Na gut, das mit den Dinger kann ich vergessen. Doch los. Jetzt hat es losgelassen. So. Mal da. Da ist die Schraube nirgendwo am Gewinde. Steht nirgendwo am Gewinde an. Also an dem Schlitz hier. Schauen wir mal. So, Schalthebel. Macht der Alex mal runter. Raus. Weg. Ist kein 10er, ist 11. Die muss raus. Ja. Die muss raus. Jetzt. Schauen wir mal, ob es geht. Ja, mach die Schraube raus. Vielleicht geht es dann einfacher. Gut, die Mutter die Schraube gleich wieder reindrehen. Schön. Nö. So weit, so gut. Ihr Lieben, herzlichen Dank für euren Daumen hoch und herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare im rechten Eck. Was machen wir im rechten Eck? Lassen wir YouTube entscheiden. Moment. Ah, da ist wieder der Fenty-Pflufter angegangen. Da müssen wir ausmachen. Immer diese Unterbrechungen. Gut. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, im rechten Eck schauen wir mal, was wir machen. Und im linken Eck hätten wir da am Schädel vom Alex das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken wäre kostenlos und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ja, dann bleibt uns für dieses Video nichts weiter zu sagen als bleibt uns gewogen. Pfiat euch. Baba.